Tag. Wir stehen hier wieder genau an der Ecke. Es wird immer mehr ausgehoben. Da hinten geht es aber bereits weiter. Und Rüttler ist da unten drin. Schienen, Bohlen, noch weitere Steine, Beton. Ich gehe mal jetzt gleich hier oben hoch. Einmal obligatorisch drauf und runter. Stehen jetzt hier genau an der Seite, dort hinten rechts vom Bagger, seht ihr noch einmal das Schild, das auf den Standort von Schacht 3 hinweist. Der Protego befindet sich auch da. Hier sind jede Menge Betonbrocken, Steine, Schienen, auch noch Bohlen herausgeholt worden. Es wird eigentlich dort immer tiefer. Hier nochmal hier hin. Um dann nochmal hier rüber zu schwenken. Wie bereits gesagt, so viel ist da noch nicht passiert, aber die sind jetzt ziemlich weit unten drin. Wir haben hier nochmal eine gute Ansicht. Und hier runter, auch hier rechts, liegen noch mal zwei ganz dicke Betonblöcke. Dort hinten nochmal neu ein riesiger Berg und auch hier vorne nochmal Stahlbeton und Ziegel aus dem unteren Bereich. Ich denke mal, das ist jetzt so gut wie weg hier auf der rechten Seite, die Mauern. Einiges steht da noch, das wird aber wohl noch ausgekoffert. Wie Jan, wenn man das gesagt hat, man sollte sich mal eventuell mal bemühen, das werde ich auch mal machen, um so ein 3D-Profil hier über die GPS-Bagger. Denn immer interessant, in Erfahrung zu bringen, was das Ganze hier dreidimensional bewirkt, wie tief gegangen worden ist und wie hoch, wenn man jetzt da hinten mal an der Rüstung schaut, den Treppen soll, wie hoch das Ganze dann ausgekoffert wurde und jetzt dann auch noch geführt wird. Ja, da unten seht ihr, das ist schon ausgekoffert, links davon noch nicht. Das ist hier jetzt aber mittig. Hier werden die Versorgungsrohre gesetzt in Richtung Bürgersteig, auf dem ich hier stehe, und dem Aufstieg des Fördergerüstes. Das haben wir hier. Rechts wird schon alles wieder eingebuddelt. Betonbrocken werden natürlich noch rausverlesen. Ziegel auch. Wir haben hier vorne noch eine Menge liegen. Da unten liegt schon eine Folie, die das Ganze wohl nach unten dann absperren soll. Und dann können die Rohre gesetzt werden, treffen hinten auf die Mauer, auf das Fundament von Schacht 4. Weiß ich nicht, was mit dem zweiten Kanal hier vorne links passieren soll. Nochmal ein Blick da hoch und nochmal hier auf den Rest von Schacht 3.